Was machen unsere HSS-Bienen jetzt im Winter? Wir sehen, es ist schon kälter geworden. Die Bienen haben sich zurückgezogen in den Stock. Deswegen haben wir auch das Flugloch kleiner gemacht, damit nicht zu viel kalte Luft hineinkommt. Die Winterbienen sind in einem Stock ungefähr 3.000 bis 5.000 Winterbienen, sammeln sich zu einer Traube und halten diese Traube bei relativ konstanter Temperatur den Winter über wahr. Die Königin sitzt mitten in dieser Traube und die Arbeiterinnen wechseln sich ab mit Muskelzucken, wodurch sie eben den Stock erwärmen. Bis zu 30 Grad können sie so produzieren in diesem Bienenstock. Die Bienen nutzen jetzt natürlich für dieses Muskelzucken den Honig, den sie produziert haben übers Jahr. Honig ist ja Nektar von Pflanzen, den sie eingetragen haben und dann mehrfach umgetragen haben, wodurch der Wassergehalt gesenkt wurde. So wird aus Nektar dann tatsächlich Honig, der sich auch länger hält, weil der Wassergehalt eben niedriger ist und der Honig gärt dann nicht. Die Arbeiterinnen nutzen das dann als Nahrungsquelle, um gut über den Winter zu kommen. Was macht jetzt der Imker im Winter? Naja, also nach der Honigernte hat der Imker noch ein paar Arbeiten zu erledigen, beispielsweise die Erstbehandlung gegen die Varroamilbe. Und dann bricht für den Winter tatsächlich ein wenig die Stadezeit am Volk an. Es gibt noch ein paar Dinge, die man zusammenräumen muss, Kästen sauber machen etc. Und dann kommen die tatsächlich sehr schönen Dinge auch im Leben eines Imkers. Das ist zum einen Bienenwachskerzen selber herstellen und zum anderen die Honigernte abzufüllen. Der Imker bereitet sich auch auf das kommende Jahr vor, indem er beispielsweise die Mittelwände, so nennt man die Wachsplatten, die man in die Rähmchen einlässt, die in den Bienenstöcken drin sind, vorbereitet. Und hinzu kommt noch allerlei Reinigungsarbeiten. Wie geht es jetzt weiter? Die Bienen werden jetzt die kommenden Monate vor allem im Bienenstock bleiben und dort eben schauen, dass sie gut überwintern. Bienen, Honigbienen, und das ist einer der großen Unterschiede zu Wildbienen, leisten es sich, dass sie mit 3.000 bis 5.000 Bienen überwintern. Dafür brauchen sie eben diesen Honig dann auch, um die Temperatur halten zu können und diese großen Futtervorräte. Wenn es jetzt dann ein paar schöne Tage gibt, dann fliegen die Bienen aus zu dem sogenannten Reinigungsflug. Also sie entleeren ihre Kotblase und ansonsten wird es dann tatsächlich erst im Frühjahr wieder neue Sommerbienen geben. Diese Sommerbienen leben dann bis zu 6 Wochen, sind dann wieder zuständig für Brutpflege und um Nektar zu sammeln. In der jetzigen Zeit sind keine Bienenmaden und keine Eier von der Königin gelegt. Deswegen ist tatsächlich der einzige Job zu überleben in diesem Winter.